Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Forest. Wie gesagt, gucken wir gleich mal, ob die SOS-Zeichen irgendwas gebracht haben. Aber zuallererst wäre das interessanter gewesen, ob ich das Brechen kriege. Da ist es. Das ist es nicht. Okay, dann gucken wir jetzt. Weil vorhin ist ein Flugzeug lang geflogen und wir haben ja zwei SOS-Teile hingebaut. Ich sage nein. Ich hoffe ja. Jetzt weiß ich schon mal, dass auch mehrere Flugzeuge fliegen, nicht nur, keine Ahnung, spät. Also tatsächlich leider Gottes wirklich gar nichts gebracht. Da hinten ist noch ein zweites, was leider auch nichts gebracht hat. Jetzt ist die Frage, was ist, wenn ich in die Mitte ein Feuer baue? Stärke 21,2. Momentaner Zustand gut. Ach, das habe ich vorhin noch gar nicht gesehen. Ups. Müsste ich da mal nachts anmachen. Über den Tag wäre es ja Blödsinn. Also meinen Typen geht's gut. Ich persönlich wäre komplett am Boden. Blätter und Sticks, ernsthaft. Hierdurch kriegt man natürlich keine, ne? Nee, ich brauche 10 Stück für den Hammer. Der wäre mir doch schon wichtig. Hilfe! Schade. Ich habe mir ein bisschen was erhofft, dass da vielleicht doch irgendwas ist. Aber na gut, dann gehe ich mal kurz nach Hause, wenn hier nichts noch nicht verdorben ist. Essbar, essbar. Ah, geht ein bisschen schnell, finde ich, mit dem Verdorben und so. Gut, klar, von frisch bis hin zu essbar bei Fleisch ungekühlt. Ja, trotzdem 24 Stunden würde ich schon sagen, in Wirklichkeit. Ich kenne mich damit wirklich gar nicht aus. Aber trotzdem 24 Stunden würde ich persönlich schon sagen, ist in Ordnung. Wir haben Google. Wir googeln einfach. Kann man doch essen? Ja, nein, vielleicht. Kannst nicht mehr Fleisch tragen. Ist die Frage, ob das helle gut ist oder das dunkle. Also. Ja. Ah. Ach so, das muss man dann trotzdem noch braten. Ist einfach dann nur wieder frisch. Scheinbar. So viel hätte ich gar nicht aufpacken brauchen, weil ich gar nicht so viel Hunger habe. Und mich wundert, dass hier wirklich noch niemand war. Dass es so unglaublich ruhig ist. Habe ich noch Geld? Oh. Jetzt bin ich... Bin ich arm. Baumharz, jetzt habe ich 5. Sechs. 10? 8? What the f... Okay. Achso, 3 insgesamt bei dem Baum.
will hier trotzdem nichts wegkommen lassen. War hier nicht gerade eine Fehler? Ah, verdammt, das bleibt hier liegen, der Müll. Nicht du, Stein. Na, der PC heizt schon wieder mein Zimmer gut auf. Ja, viel passt da nicht rein. Wie gesagt, ich möchte auch nicht zu groß bauen, dass es wieder irgendwann hässlich wird. Ich habe immer noch nicht hier rausgeguckt. Lässt sich sehen. Aber eins kann ich noch bauen hier hinter. Muss sein. Oh, hier habe ich nur 40 FPS. Ich... Achso. Felllager. Ist auch nicht schlecht. Da muss ich mal kurz gucken, welcher Baum stehen bleiben. Welchen Baum? Der hier sieht ganz gut aus. Ach, mit E. Gut, wir brauchen natürlich einen Topf. Und ein Seil. Wenn wir auch mal rumgehen und gucken. Kettensäge. Kettensäge? 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 Müsste ja irgendwo im Wald... Oh, nicht, dass er irgendwo im Baum steht. Ich glaube, eine Kettensäge kenne ich schon. Ich bin mir aber gerade absolut nicht sicher. Ich bin mir gerade wirklich nicht sicher. Ich hätte den Garten vielleicht woanders hinpacken und bauen sollen. Das finde ich gerade... Regt mich ein bisschen auf. Und ich wollte was suchen. Und zwar eine schöne Holzbank. Oh, das war zu weit. Ganz ehrlich, die Frage, in welche Richtung guckt die Bank? In meine Richtung? Also wenn ich mich jetzt hier drauf setze, guckt er auch nach da, oder? Angst, Angst, Angst. Sehr schön. Geil. Also wenn ich jetzt andere Seite versuche? Ach so, er guckt, ups, je nachdem, wie ich mich hinsetze. Das ist schön. Gut, das kann ich jetzt nicht fertig bauen. Ich habe ihm nämlich gesagt, ich will zuallererst, bevor ich irgendwas anderes mache, das vorherige Projekt komplett abgeschlossen haben. Okay, geht jetzt gerade nicht. Trotzdem würde ich gerne wissen, wie lange es braucht, bis ein Baum nachgewachsen ist. Bis jetzt ist noch keiner nachgewachsen. Wie viel Baumharz habe ich gerade bekommen? Bitte 10, bitte 10. 12. Sehr gut. Ich bin mal gespannt, ob ich das vorhin kaputt gemacht habe, den einen Tag. Naja, was ist den einen Tag? Ich glaube aber nicht. Müsste ich gleich mal durch den Mist. Einer passt nicht rein, doch, alle? Ich glaube, der ist aber voll. Ja. An sich müsste ich jetzt durch die Wälder gehen. Mal gucken. Nach einem Topf suchen. Ein Seil kann ich ja herstellen, das wäre ja kein Thema. Die Frage ist, wenn es jetzt dunkel wird. Eigentlich sieht man mich ja so gut wie gar nicht. Vor allem, wenn ich hier im Busch bin. Ich bin unsichtbar. In dem Busch bin ich zum Beispiel komplett unsichtbar. Das heißt, ich nehme jetzt erst 10 Minuten auf. Wir laufen mal los. Hier ist das Flugzeug. Voll fressen. Da liegen noch Koffer. Das ist das Wichtigste. Ich hoffe ja immer noch auf eine Taschenlampe. Batterien sind auch sehr gut. Wozu der immer noch ist. Oh! Sorry. Wow. Es war einfach nur kurz hell und dann kam erst das Geräusch.
geil, dass das so blinkt. Kann man das gar nicht übersehen. Oh, oh. Hä? Ach, geil. Jetzt kommt ein Pullover. Endlich mal ein Pullover. Der ganze Rest kann weg. Jetzt drücke ich immer ganz schnell drauf. Oh, mir ist kalt. Hier, Kind, nimm die Pistole. Dankeschön. Mir ist kalt, das gefällt mir gar nicht. Blätter. Ich brauche Blätter. So wie ein Kälte, ja, tatsächlich. Wärme. Ach so, zwei Seile brauche ich. Der Wärmeanzug wäre überaus interessant. Ich brauche ein Haifell. Hi. Wildschwein? Ui. Hi. Habe ich, glaube ich, noch nie getötet. Ich glaube es. Ich bin mir gerade echt nicht sicher. Uff. Ist auch die Frage, kriege ich einen Hai-Tot mit Pfeil und Bogen? Und wie schnell kann der Hai mich töten? Also ich könnte hier rüber auf die Insel schwimmen und hoffen, dass da einer so in der Nähe ist. Ich glaube, Steine konnte ich eh nicht mehr mitnehmen. Ach, hier liegen auch so viele. Kalt ist. Ist jetzt leer? Ups. Es ist leer. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, dass er jetzt komplett leer wird gleich. Ich werde gleich schlafen. Dann geht es am frühen Morgen wieder los. Ein Topf finden. Ah ne, das Essen werde ich ganz schlau danach machen. Vielleicht ist meine Energie oder mein Hunger auch da und auch berechtigt. Bitte nicht verbrannt. Gott sei Dank. Oder sieht das immer gleich aus? Na, er meckert nicht rum auf jeden Fall. Ah, sehr schön. Schmeiße ich hier gleich nochmal was drauf. Ach so. Essbar, essbar. Nee. Ist essbar. Ganz egal, ich packe jetzt alles drauf. Dann gehen wir mal am Strand entlang gleich. Sobald er alles aufgegessen hat und dann... Werden wir, denke ich, schon mal was finden. Oh, die ersten zwei Folgen sind schon hochgeladen. Oho. Batterien haben wir? Taschenlampe leider nicht. Ich glaube, die liegt hier. Ich bin mir aber nicht sicher.
Ah, ist ein bisschen viel, was er jetzt gefressen hat. Jetzt hat er bestimmt Bauchschmerzen. Rehe sind noch wichtig. Steht da wirklich Big drauf auf dem Feuerzeug? Das hat der CIL, also Zill. Hat er mal Gronkh gesagt, so aus Spaß. Ich habe da auch nur... Naja, damals vielleicht habe ich mal drauf geachtet. Aber jetzt ist ja die Grafik sogar schöner geworden. Gehe ich mal auf Rehjagd und halt auf Topfjagd. Hase brauche ich tatsächlich nur einmal, sechsmal Rehe. Sechsmal Rehe, das ist auf jeden Fall eine Ansage. Aber einmal Hase kann auch nicht schaden. Damit ich Fleisch dabei habe. Sammel alte Töpfe. Und es regnet. Sechsmal Rehe. Und hier sind keine. Haie, da fürchte ich mich jetzt schon vor. Hier war, glaube ich, so ein guter Farmpunkt. Nenne ich das jetzt mal. Ach, die Höhlen haben sie es auch anders gemacht, anders gestaltet. Geil. Ich werde mal nur Fahnen hinstellen, wenn ich auch einmal drin gewesen bin. Also komplett erforscht habe. Aber das dauert noch ein bisschen. Das würde ich gerne eigentlich nur mal farmen. Und zwar hier. Eigentlich. Gibt es hier endlich dieses... Ach, bin da so... Blumen? War Blumen dieses Verschwommene? Hopp. Na, dann sieht das Spiel richtig ruckelig aus. Körnigkeit. Chromatische Abweichung. Damit könnte ich gar nichts anfangen. Körnigkeit an sich... für ein schöneres Bild, aber daher ich auf schon einer höheren Grafik spiele. Warte mal. Das lasse ich mal an. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ist das doch, wenn man irgendwie in die Sonne guckt, dass es... Ach, keine Ahnung. Lass ich erstmal an. Wie gesagt, Topf. Und Rehe. Viele Rehe. Aber ich darf auch nicht zu weit von zu Hause weg. Oder von meinem Haus. Und jedes Reh, was ich finde, muss ich auch töten. Oder töten hört sich nicht so nett an. Mir ein Schnappen. Habt ihr vielleicht auch schon gehört, dass diese PETA, diese Tierschutzorganisation, gegen Far Cry 5 angehen will, wegen Tierschutz, wegen den Fischen irgendwas. Ich hab's noch nicht selber gemacht, irgendwas mit Fischen da. Ah, ey, komm, ganz ehrlich, das ist ein Spiel. Das
ist ein Spiel. Jungs. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Halte ich nichts von diesen Spiele kaputt machen. Hier sind auch noch Koffer, ganz viele Koffer. Da springt sogar ein Koffer. Hoppla. Ah, Medikamente und Knabberkrams kann ich gar nicht mal mitnehmen. Und das war's.